Hallo Fans und Freunde der Vienna, endlich ist es wieder soweit. Meisterschaftsmatches auf der hohen Warte und das mit Fans. Die ersten beiden Matches, die sind ja echt gut gelaufen, souverän gewonnen und wir sind am Weg rauf in die RLO. Aber mein ganz großer Kammern-Vienna-Gruß geht raus an unsere Frauenkampfmannschaft, die es geschafft hat, in die höchste Spielklasse zu kommen. Nächste Saison spielen die in der obersten Bundesliga der Frauen. Und ja, das freut mich ganz besonders. Danke an die Nina Burger, danke natürlich an die Christa Heinzel. Du hast das über Jahre aufgebaut und jetzt erntest du die Früchte deiner Mühen. Und natürlich ein ganz großes Dankeschön an den Trainer der Frauenkampfmannschaft, an den Aschot. Und ja, weiter so, damit ihr auch weiter in die Bundesliga raufkommt und ja, dann uns ganz, ganz tolle Spiele liefert. Und wir werden natürlich bei euch sein und euch hoffentlich zahlreich supporten und unterstützen. Ich bin drauf und dran, ein paar Interviews zu machen mit dem Trainer, mit der sportlichen Leiterin und natürlich auch mit der Christa. Und ja, versuche mit dem Verein da auch klarzukommen, dass die mir auch die Gelegenheit geben, euch diese Erfolgsmannschaft bzw. die dahinter stecken, vorzustellen. Das wird sicherlich interessant werden. 19. Juni 1921, Eröffnung des Stadions Hohe Warte, jährt sich damit morgen am 19. zum 100. Mal. 100. Geburtstag unserer Hohen Warte und ja, Happy Birthday, du Platz der Träume, du Feld der Hoffnung und natürlich ein Sehnsuchtsort vieler Vienna-Fans und natürlich auch Fans schöner Fußballstadien und natürlich auch ein interessanter geschichtlicher Ort. Unser Alex Jaraske hat schon vieles über das Stadion erzählt, Bücher geschrieben und natürlich auch in den Medien berichtet. Ich möchte euch gerne die Fans ein bisschen näher vorstellen, deswegen schaut bei Facebook vorbei, schaut meine Miniserie, die sozusagen eine Video-Jubiläumsserie zu 100 Jahre Stadion Hohe Warte und freue mich natürlich über ein Like. Es gibt ein schönes Jubiläum, ein Geburtstagsjubiläum auf der Hohen Warte. Es gibt Matches der Herrenkampfmannschaft und natürlich auch unserer Frauenkampfmannschaft. Es gibt ein Vienna Museum, endlich muss man sagen, denn der älteste Fußballclub Österreichs, der hat schon lange ein Museum verdient, auch natürlich um die Geschichte ein bisschen aufzuarbeiten und natürlich euch und vielen Fußballfans zu zeigen, was sich alles getan hat in mittlerweile 126,5 Jahren. Ja, große österreichische Fußballgeschichte und die Vienna, die war immer dabei. Kammern Vienna, das heißt, ich werde morgen mit den Vienna Supporters am Infotisch euch hoffentlich zahlreich begrüßen dürfen. Und zwar habe ich dieses tolle Plakat machen lassen. Danke an den Andi Frey, der diese Idee geboren hat, beziehungsweise mir erzählt hat. Und ja, so finde ich das super, so möchte ich auch gerne Kammern Vienna weitermachen. Das heißt, ihr bringt euch ein und wir werden schauen, ob das auch möglich ist. Und ja, diese Idee, die war einfach toll. Ich habe mich mit dem Wien Museum in Verbindung gesetzt. Ein großes Dankeschön an den Tom Koch, der das grafisch umgesetzt hat. Und dann habe ich 50 Stück drucken lassen. Die könnt ihr morgen und die nächsten Matches am Infostammtisch erwerben. Bezahlung ist eine freiwillige Spende, die dann den Vienna Supporters zugutekommt, die uns wirklich ganz, ganz toll unterstützen und uns immer wieder auch die Möglichkeit geben, hier Choreos zu machen. Wir werden finanziert oder auch verschiedenste Aktionen. Und da möchte ich natürlich auch einen kleinen, feinen Beitrag leisten mit diesen Plakaten für euch. Ja, und mit einer kleinen Spende unterstützt ihr damit die Vienna Supporters. Dann könnt ihr natürlich ein paar Restexemplare von dem Leporello, die Saison, die es nicht gab, noch hier kaufen bei mir hier am Infostammtisch der Vienna Supporters. Ich hoffe, ihr sichert euch noch eines von diesen sehr streng limitierten Artworks von Tom Koch und mit Fotos von mir. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass wir uns nicht nur morgen beim Jubiläum bei der großen Geburtstagsparty der Hohen Warte noch recht zahlreich sehen. Die Temperaturen sind der Wahnsinn, aber endlich verdient. Hier kommt der Sommer, hier kommt der große Abschluss und ja, die meisten von uns, die gehen eigentlich schon mehr oder weniger fix davon aus, dass auch unsere Fußball
Herrenkampfmannschaft rauf in die RLO aufsteigen wird. Und dann machen wir auch hier eine große Meisterschaftsparty. Die haben wir uns verdient nach dieser langen, fast über 7,5 Monate Wartezeit auf die Fortsetzung der Meisterschaft. Aber ein großes Dankeschön an die Zuständigen der Wiener Liga, an den Fußballbund, wer auch immer da beteiligt war, dass diese Meisterschaft zu Ende gespielt werden kann und dass wir auch zu den Matches kommen dürfen. Und da sollten wir auch live dabei sein, um unsere Herrenkampfmannschaft noch ordentlich zu unterstützen. Und natürlich dann, wenn es wieder weitergeht im Cup und natürlich, wenn unsere Frauenkampfmannschaft oben in der höchsten Spielklasse spielt, bitte, meine Lieben, unterstützt unsere Kampfmannschaften, unterstützt unseren Verein. Versuchen wir gemeinsam, hier eine starke Community zu bilden, denn das haben wir verdient. Das ist unsere Chance, uns auch zu präsentieren in bald 127 Jahren für österreichische Fußballgeschichte. Und das macht mir einfach immer wieder irrsinnigen Spaß, hier das zu präsentieren und euch auch mitzuteilen, weil das einfach total positive Nachrichten sind und auch eine total positive Message ist, die wir hier nach außen leben, Fußballgeschichte und Fußballfankultur leben. Und ja, in der RLO, sofern es klappt, und davon gehen wir natürlich aus, da gibt es dann spannende Gegner und natürlich auch spannende Matches. Ich sage nur, es gibt dann wieder ein kleines Wiener Derby. Bin ich schon gespannt, wie da die Stimmung sein wird. Dann sind wir endlich wieder dort, wo wir 2017 aufgehört haben. Leider Gottes damals mit einem Meistertitel in der RLO, dann gleich zack, boom, abgestiegen. 2 Klassen runter in die zweite Landesliga. Und jetzt endlich wieder zurück an der Sonne und vielleicht bald einmal noch höher in der Bundesliga. Mal schauen, mal sehen. Es wird sich ja auch über den Sommer vermutlich einiges bei unserem Verein ändern. Ich hoffe auch, die Fans sind dann wieder zahlreich dabei und ich hoffe, wir können uns dann auch wirklich auf schöne Matches freuen. Ihr könnt euch natürlich freuen, dass sich bei Coming Vienna wieder einiges tun wird. Es sind wieder Leiberl geplant, es sind wieder T-Shirts geplant, es sind wieder Poster, Artworks geplant, es gibt wieder Videos und natürlich auch wieder Fangespräche. Ich bin schon in Verhandlungen mit den einen oder anderen Vienna Urgestein und interessante Charaktere, die haben wir natürlich beim Verein zuhauf und die sollten auch präsentiert werden. Also bitte, meine Lieben, macht recht zahlreich mit bei meinen Fangesprächen. Da gibt es immer wieder ja ganz, ganz tolle Geschichten, ganz, ganz tolle Themen und die sollten wir einfach präsentieren, so sollten wir uns zeigen. Und ja, freue mich natürlich, wenn ihr da auch alle recht zahlreich dabei seid und eure Geschichten hier in die Kamera erzählt für so viele Fußballfans, damit wir hoffentlich in Zukunft wieder nicht nur zahlreich bei dem Verein sind, sondern auch neue Leute hier zum Verein bringen und neue Vienna bzw. neue Fußballfans begrüßen dürfen. Nicht nur auf der Hohen Warte, sondern bei zahlreichen Auswärtsfahrten. Da hoffe ich natürlich, dass wir auch da wieder schöne Fußballplätze sehen und wirklich auch schöne Matches darauf erleben werden und wir uns natürlich dort wieder zahlreich sehen. Und ich werde natürlich wieder mit der Kamera dabei sein, um das Ganze sozusagen festzuhalten. Und ich schaue mir auch ganz gerne immer wieder die alten Videos, aber vor 2 Jahren, vor einem Jahr Videos an oder die ersten Videos 2018, wie alles angefangen hat. Jetzt sind sie auch schon bald, ja, 3,5 Jahre, die es Coming Vienna gibt und ich euch hier Videos präsentiere und hoffentlich auch gut unterhalte, beziehungsweise auch diese schwierige Zeit hier in Wort und Bild festhalte. Man schaut sich's dann vielleicht auch wieder mal an und denkt sich, ja, eigentlich eine coole Zeit und coole Leute gewesen und ja, und hoffentlich auch eine coole Zukunft, in die wir gemeinsam gehen werden. Nämlich nicht nur mit der Herrenkampfmannschaft, sondern auch mit der Frauenkampfmannschaft. Die möchte ich hier auch natürlich noch mehr Feature, noch mehr euch präsentieren über den Fankanal aus der Sicht von Fans. Das ist mir eben bei Coming Vienna am allerwichtigsten. Gut, meine Lieben, genug gequatscht. Auf geht's. Happy Birthday, schönstes Fußballstadion der Welt. Happy Birthday unseren Vienna-Fans, uns allen, die wir ja immer wieder zu den Matches kommen, Ups and Downs miterlebt haben, neues Stadiondach und so weiter. Und es wird sich hoffentlich alles in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren immer weiter verbessern. Und wir gehen in eine strahlende Zukunft mit unserem Lieblingsverein, ob mit der Frauenkampfmannschaft oder auch mit den Herrenkampfmannschaft. Wichtig ist nur, wir Vienna-Fans, wir stehen zusammen, wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen und wir zelebrieren zusammen diesen Yellow Blue Football Cult, das ist mir eben wichtig und das sollen auch alle wissen.
Meine Lieben, ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich bei den Vienna Matches. Schaut auch auf dem Infostammtisch dabei vorbei. Es gibt für die Mitglieder hier diesen ganz tollen Vienna Supporters Fanschal. Sichert euch den, wird sicherlich auch mal ein Sammlerstück werden. Hier in voller Länge, vorne mit First Vienna und hinten mit Supporters. Meine Arme sind hier ein bisschen zu kurz, aber so schaut er auf der anderen Seite aus. Schaut vorbei, sichert euch diesen Schal, sichert euch ein Leporello, sichert euch auch dieses tolle Artwork in Form eines Posters, hängt euch das zu Hause hin und erfreut euch immer wieder an unserem Lieblingsstadion und damit auch an unserer Vienna. Meine Lieben, ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich bei den Matches, ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich in den verschiedenen Stadien, aber natürlich hoffe ich, wir sehen uns noch viel, viel, viel zahlreicher beim Geburtstagsfest unseres Lieblingsfußballstadions, dem Stadion Hohe Warte. Happy Birthday und come on Vienna!